So, jetzt wird es ein bisschen bunter und musikalisch. Kennen Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sea Shanties? Das sind uralte Seemannslieder, die neu interpretiert aktuell der Musiktrend sind. Und im sozialen Netzwerk TikTok gibt es sogar eine eigene Sektion dafür, Shantytalk. Shantytalk, tatsächlich. Der ungekrönte König von Shantytalk ist Nathan Evans, der hier bei uns ist. Guten Morgen, herzlich willkommen. Thank you. Gleich die erste Frage, dass Sie ein eigenes Genre begründen bei TikTok, ist ja schon völlig unglaublich. Wie finden Sie das und schauen Sie dort selber auch mal vorbei und hören sich die Sachen an? Das war merkwürdig, wie es geschah. Jemand fragte mich und dann in einem Kommentar und bat mich, diesen Song zu singen. Und dann habe ich gesagt, ja. Und so kam der Stein ins Rollen. Das war ein TikTok-Kommentar und von da aus wurde es einfach immer größer. Und finden Sie ganz gut, was Sie da auch so sehen, dieses Movement sozusagen? Oder sagen Sie, ah, muss noch ein bisschen besser, ein bisschen mehr werden? Ich mag das. Die Musik ist ja subjektiv. Man nimmt sie subjektiv wahr, jeder sieht etwas anderes darin. Und solange es eine gewisse Anzahl an Menschen da draußen gibt, die diese Musik mögen, und wenn man ein Lächeln zaubern kann, dann ist das wunderbar. Es ist wirklich unglaublich, Ihre Geschichte. Die wird da millionenfach ja auch erzählt. Das ist ja so schön. Postbote wird zum Super-Popstar. Darum jetzt erstmal noch eine Fangfrage für Sie. Wie hoch ist das schottische Porto? Right, okay. Miscommunication there. Vielleicht hat es da eine Fehlverständnis. Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn man natürlich aus Schottland kommt. Nee, ich wollte eigentlich nur wissen, wie teuer es ist, in Schottland einen Brief aufzugeben. Vielleicht kann man das besser übersetzen. Oh, okay, how much it costs. Natürlich, ja, wie viel kostet das? Okay, natürlich hier. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich war nur der Postbote. Ich habe es nur gebracht. Das ist eine gute Antwort. Das finde ich auch. Wir wollen natürlich über Wellerman sprechen. Sie haben im Dezember 2020 haben Sie das Video hochgeladen. Als Sie gemerkt haben, was Sie da in Gang gesetzt haben, können Sie mal beschreiben, wie Sie sich gefühlt haben? War das so unvorstellbar? Mussten Sie sich kneifen, um zu glauben, was da gerade passiert? Yeah, definitely. Ja, it was, absolut. Das war. It was incredible. Das war unglaublich. Zu dem Zeitpunkt ist wirklich alles vollkommen verrückt gegangen. Und ich habe erstmal natürlich versucht, den Augenblick zu genießen, ihn aber auch auszudehnen, damit das auch weitergehen kann, damit auch andere Leute das singen können. Aber Sie waren ja zu dem Zeitpunkt quasi ja noch Postbote und hatten dann ein ganz normales Leben, das ja dann völlig aus den Fugen geraten ist. Mittlerweile haben Sie Fans wie Elon Musk, Kelly Clark und so weiter und sowas, kann man sich gar nicht, alles gar nicht vorstellen. Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer alten Arbeitsstelle? Mich interessiert das so sehr. Ja, natürlich, einige, ja. Und einige von ihnen haben mir auch Texte geschickt und kommentieren, wenn die Songs gut laufen und sind immer dabei. Kommt bestimmt bald eine Briefmarke mit Ihnen raus. Aber das wäre eine gute Ehrung auf jeden Fall. Und bei allem Erfolg stellt sich trotzdem immer die Frage, woher kommt es eigentlich, diese Liebe zu Sea Shanties? Wie sind Sie da drauf gekommen? Das ist einfach die Liebe zur Musik. Zu dem Zeitpunkt habe ich einfach alles gesungen auf TikTok. Und die Leute haben dann Vorschläge eingereicht und ich habe das einfach alles gesungen. Und wenn mir dann jemand dann plötzlich gefragt hat, ob ich ein Sea Shanty singen kann, dann war das der Anlass. Jetzt gibt es ja auch neues Material von Ihnen. Sie sind jetzt unterwegs und promoten das. Holloway, hören wir jetzt gleich. Worum geht es in dem Song? Where can we hear the new songs? Wo können wir die neuen Lieder hören, ist das die Frage? Nee, ich wollte eigentlich wissen, worum geht es in der Single, die Sie uns gleich präsentieren? Okay. Ja, This is the only song on the album. Das ist der einzige Song auf dem Album, den ich selbst geschrieben habe, den ich also wirklich von A bis Z selbst geschrieben habe. Und ich wollte ein Seemannslied schreiben, Nathan, aber mit einem modernen Twist. Nathan geht jetzt auf die Bühne. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Und wir sind sehr froh, dass er bei uns ist. Und wir hören jetzt Holloway.
wünschen viel Spaß und sagen tschüss, bis morgen. Jetzt live Nathan Evans im ZDF Morgenmagazin. Darling, it's late and I wanna go home. Won't you walk with me? Take what we have and we'll leave this behind. Haul away with me. Haul away, haul away, haul away with me. Darling, it's late and I wanna go home. Haul away with me. Dark and it's cold and I wanna let go. You're right there for me. You help me find strength when I can't see the end. Haul away with me. Haul away, haul away, haul away with me. It's dark and it's cold and I wanna let go. Haul away with me. Show me the light in the eye of the storm. You're right there for me. No one will know if we just stop and go. Haul away with me. Haul away, haul away, haul away with me. No one will know if we just stop and go. Haul away with me. If we just stop and go all the way with me. All the way, all the way, all the way with me. No one will know if we just stop and go.